Hallo du liebe Seele und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin Liselle und heute habe ich ein kleines Special für dich und zwar habe ich Sven getroffen hier in meiner Heimat in Sachsen. Wir verbringen gerade ein wunderschönes Wochenende hier in Königshain an Steinbrüchen und haben ein paar wundervolle Gespräche geführt, sind mit unseren Hunden unterwegs gewesen und ja, Sven habe ich bereits in Griechenland getroffen und dort kennengelernt. Und es ist immer schön, wenn man in der Heimat dann auch nochmal diesen Spirit mitbekommt von Menschen, die denselben Schritt gehen. Sven wird heute ein paar Fragen beantworten, die ich an ihn gestellt habe über das Leben und warum er denn in den Bus gezogen ist und wie es ihm gefällt. Und ich wünsche dir viel Freude dabei. Hallo Sven. Hallo. Hallo Liselle, wie geht's dir denn so? Ich freue mich außerordentlich, dir hier zu begegnen. Mir geht's auch hervorragend. Wir sind hier auf einem sächsischen Parkplatz mit unseren Vans. Haben uns wieder getroffen nach langer Reise. Haben uns das erste Mal in Griechenland kennengelernt und gesehen und freuen uns außerordentlich hier in diesem wunderschönen sächsischen Steinbruchgebiet bei Görlitz wiederzusehen. So ist es. Erzähl doch mal, was hat dich denn getrieben, in ein fahrendes Haus zu ziehen? Und zeig uns das doch gleichzeitig. Machen wir jetzt eine Rübenschule, das haben wir noch nicht gewusst. Da hätte ich ja noch gekehrt vorneweg mal. Egal, es geht hauptsächlich um den mentalen Teil. Ach so. Also was zieht einen eigentlich in so eine Bude rein, in so eine kleine Blechbude rein? Na, wenn du auf der Suche nach deinem Selbst bist, nach deinem Ich bist, kommst du irgendwann mal dahin, dass das, was dich trennt von dir, genau das ist, was dich belastet, ja? Ja. Und wenn du da mal schaust, was eigentlich dich alles belastet, dann kommst du auf eine ganze Menge Dinge. Und das sind eigentlich auch die Dinge, die dich im Hamsterrad halten. Und sich davon zu befreien, ist deswegen A, sehr klug, weil du dann auf dem Weg zu dir bist. Und B, es ist unglaublich leicht, dann durchs Leben zu gehen, wenn du all diese Belastungen nicht mehr hast. Und deswegen ist es wunderschön, in einem Van zu leben und zu wohnen und durch die Gegend zu fahren, weil du dann auch viel mehr in der Natur bist und mit der Natur verbunden bist. Also du fühlst dich jetzt leicht? Ja, auf eine Weise, wie ich mich seit 20, 30 Jahren nicht mehr gefühlt habe, genau. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Wie lange bist du schon in deinem Bus? Jetzt seit Dezember, das heißt komm doch mal mit. Mehr als ein halbes Jahr. Ja. Ja. Also seit Dezember, sagst du? Genau, seit Dezember lebe ich in meinem Bus. Der Bus ist schon dreimal umgebaut worden, in liebevoller Bastelarbeit. Oh, hier hat einer abgeschlossen. Das Flügel hinten dran, gemalte? Ja, weiß, wenn du möchtest. Das kann schon sein, dass das Flügel hätten werden können. Hast du das dann gemalt? Ja, aber das hat es mal, das wartet darauf, um weitergemalt zu werden. Ja. Hat das eine andere Bedeutung mal? Es hatte gar keine Bedeutung. Ich dachte mir, ich hatte den Stift in der Hand und dachte mir, okay. Mal ein paar Linien. Hier kannst du mal was machen. Hier, gestalten. Und dann ist das entstanden und dann habe ich aufgehört und bin weitergefahren. Und irgendwann wird es sicherlich mal weitergehen. Ich habe meiner Tochter schon angeboten, dass sie das mal fortführt, ja, vielleicht auch. Okay. So, mein schönes Auto. Hier lebe ich. Hier schlafe ich und sitze ich. Ja, hier koche ich. Küche, Wäscheschrank. Hier dahinter ist mein, auch nochmal ein bisschen Wäsche. Darüber hinaus Kochtöpfe, hier unten sammle ich schmutzige Wäsche, da drüben sind die Wassertanks, 12 Kilogramm Gas,
Das hast du mir gezeigt, ne? Dieses Ding. Das ist ultra praktisch. Ja, das ist genau. Damit tun die Griechen das Öl heben sozusagen aus ihren Fässern. Und ich habe hier das Wasser. Richtig praktisch. Eine Wasserpumpe sozusagen. Also, ich war auch stromlos. Sehr günstig, ne? Ja, 2,50 oder so, was kostet das? Und das ist natürlich, das Schöne daran ist, es ist stromlos. Das Design ist jetzt nicht so besonders schön, auch das Material ist nicht ganz so schick, aber von der Praktikabilität her ist es ziemlich toll. Mhm. Ja, hier ist mein Klo. Und hier unten drunter ist natürlich auch noch eine Menge. Hier drüben sind Akkus, ist ein Akku und hier unten ist auch noch. Ist das ein Chemieklo? Jawohl. Das weiß ich, also ja, du kannst ja auch Chemie reingießen, aber ich gieße hier definitiv, also bei mir ist gar nichts mit Chemie. Ich tue da irgendwelches Biozeugs rein, ich kann das quasi, könnte es quasi im Gebüsch entsorgen. Okay. Ohne ein geringstes, schlechtes Gewissen zu haben, wie auch die Seife oder die Haarseife oder alles, was ich bin. Auch mein Geschirrspülmittel, 100% biologisch abbaubar, pflanzliche Tenside und da. Mhm. All diese Dinge. Wichtig, wenn man eben, wie ich es gerade sagte, wenn man der Natur so nahe ist, wie wir es ja täglich sind, dann wäre es auch gut, wenn man sie respektiert. Ne? Auf jeden Fall. Ja, so ist das. Und manchmal denke ich, dieses Auto ist zu klein, aber nein. Okay. Wie viele Quadratmeter sind das? Das sind 3,5 Quadratmeter, auf denen ich hier lebe. Und das macht wirklich auch Freude. Manchmal bin ich ein bisschen neidisch, so wie vorhin, als ich in deinem Bus stand, wenn man stehen kann, aber... Ich muss sagen, wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Den Spritverbrauch hatten wir ja vorhin. Den Spritverbrauch, der ist ideal. Ja, 5,8 Liter, das musste erstmal. Das erreicht sonst niemand vermutlich. Ja, im Van. Ja, und das ist der Preis dafür, dass ich hier nicht stehen kann. Wenn ich mich lang machen will, muss ich mich legen. Und vorhin haben wir so über so ein paar spirituelle Themen gesprochen, ja. In unserem Heimatdialekt. Wir sind nämlich später aus Sachsen, ne? Simmer. Und dort war ganz lustig da im Steinbruch in Königshain. Jetzt quasi ist so das dritte Leben angebrochen. Ne? Das dritte Leben? Hauptberuflich spirituell. Sozusagen. Was meinst du da? Was sind denn die zwei Leben davor? Das erste Leben war auch ein spirituelles Leben und das zweite Leben war ein ganz normales Leben im Hamsterrad. Okay. Und dadurch, dass ich ja jetzt vergleichen könnte, ganz direkt spirituell und Hamsterrad, habe ich dann gesagt, oh scheiß drauf, ich nehme wieder spirituell. Und was war der ausschlaggebende Punkt, dass du dich für die Spiritualität wieder entschieden hast? Naja, na, wie es eigentlich bei allen ist, ja. Die schon mal auf ihrem Weg waren, ganz bewusst. Dass man, wenn man seinen Weg geht, dann stimmt alles. Dann ist alles korrekt und alles richtig. Das ist alles im Flow. Ist alles im Flow. Ohne dass du großartiges Gehör benutzen musst. Ist praktisch, weil man nicht viel hat. Weil das Leben für dich entscheidet und bereits entschieden hat, beziehungsweise die Dinge richtigerweise und nicht logischerweise, sondern in konsequenter Weise kommen, so wie du die... Im Vertrauen. Ja, im Vertrauen, genau. Okay. Und das stimmt auch. Und es ist irre. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Diese in seiner Essenz sein oder als Zahnrad für andere da sein. Und weit weg von sich selbst zu sein. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Auch eben, was das Leben anbelangt, die Lebensqualität. Du selbst sein zu können, einfach. Bitte? Du selbst sein zu können und all deine Facetten. Ja, genau. Zu wissen auch, du könntest ganz viele Facetten ausprägen, wenn nötig. Hm. Wenn das Leben was von dir möchte, du könntest das tun. Ja? Hm. Und stattdessen und andersherum ist es so, dass du immer glaubst, irgendjemand oder irgendetwas Bestimmtes darstellen zu müssen, was du gar nicht bist, nur weil es andere von dir erwarten, nur weil du glaubst, du müsstest es von dir erwarten und all diese Dinge mehr. All diese Fragen, die stellen sich dir gar nicht mehr, wenn du dich gefunden hast, wenn du bei dir selbst bist, wenn du in deiner Essenz bist. Hm. Fällt dir das leicht, immer da zu bleiben? Oder ist das ein kontinuierliches Dranbleiben? Also wichtig ist erstmal wieder
dahin zu kommen. Jeder war dort schon und jeder wird auch wieder dorthin kommen. Das ist Arbeit. Und dann geht es darum, einfach mal immer wieder den Kontakt herzustellen oder zu intensivieren. Natürlich verlierst du das auch mal, so wie wir, als wir vorhin spazieren gewesen sind und rumgealpert und rumgeblödelt haben und so weiter. Oder was weiß ich, man verliert sich in Diskussionen, in Gesprächen oder sowas. Ja, dann läuft es, dann fließt es und du kommst mitunter ja auch in gewisse Schienen, in gewisse kleine, gewisse Bahnen hinein, wo du dich erst hinterher fragst, sind das überhaupt meine? Oder feststellst, es sind nicht meine. Aber es geht einfach auch darum, von diesen 1000 Stimmen, die in dir sind, die deine ureigene Stimme zu identifizieren und den Kontakt aufrechtzuerhalten und ihn und zu intensivieren. Darum geht es. Natürlich, es ist nichts Kontinuierliches, es ist ein Mehr und ein Weniger und hoffentlich immer, 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 immer mehr. Auf einmal, da plappert es auf einmal. Hier, da plappert es raus. Ich habe noch ein paar Fragen. Wie kannst du denn erkennen, was deine Stimme ist, die dich ruft? Weil ich meine, im Alltag... Das ist schwierig. Ich habe mir auch gedacht, wenn man das systematisieren könnte und als Anleitung rausgeben, dann könnte man wahrscheinlich ein richtig gutes Business aufmachen. Mhm. Ich habe aber gerade gar keine Lust dazu und deswegen werde ich das nicht systematisieren, zumindest nicht zur Zeit. Aber man muss sich... Darum geht es. Es geht darum, in Meditation zu kommen. Erstens. Mhm. Und in der Meditation erkennst du deine Stimme. Mhm. Du wirst sie erkennen, also du wirst sie identifizieren. Mhm. Irgendwann ist es soweit, dass du... Das war sie. Mhm. Es ist eine Bruchteil einer Sequenz, aber sie ist da und sie kommt wieder und du wirst sie wieder und wieder erkennen. Schön. Vielen Dank für deine Worte, für deine Erklärungen und ja, deine Sichtweisen. Ja, liebe Leute. Das soll es erstmal gewesen sein, genau. Von dieser Stelle hier. Aus Sachsen, liebe Grüße heute halt mal mit dir im Video. Hochprofessionellen Video und wir freuen uns außerordentlich, euch unterhalten zu haben. Es gibt denn kein das ist Skript. Das, was wir hier wollen. Genau. Euch unterhalten, damit ihr nicht und nachdenken braucht. Und wertvollen Input mit auf den Weg zu geben, damit ihr einfach mal ein bisschen die Motivation bekommt, euch auch selber zu hinterfragen. Okay? Genau. Das ist der springende Punkt. No? Immer. No? Immer. Immer. Immer der springende Punkt, dass man sowohl sich selbst hinterfragt, als auch reflektiert. Alles, was und du sich tust. Zeit nehmen. Alles, was du nicht tust. So die Mitte. Da kann man nur sagen, dass man sich... Der sächsische oh mein Gott. Das ist ja der Urton, der kosmische. Mit seinem Ursprung in Sachsen. Ja. Vermutlich bei Görlitz. Ja, weil Sachsen ist doch was mit der... Kosmos. Sachsen und Kosmos ist quasi ist Glück, ein Wort. Okay. Ja, nun. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Mua, mua.